In diesem Video möchte ich euch gerne die Sushi Toast Rolls vorstellen oder beziehungsweise zeigen. Und wie das Ganze funktioniert und was ich dort für Zutaten benutzt habe, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen. Wir brauchen logischerweise Toast, in dem Fall ja, ganz normales Sandwich-Toast. Dann brauchen wir Eier, einen Rub nach Wahl. Ich habe mich jetzt hier für den El Loco entschieden. Sehr guter Rub, beziehungsweise eigentlich eine Mischung für eine Soße, kommt aber gleich noch besser zur Geltung. Dann eine Barbecue-Soße nach Wahl, dann brauchen wir Nachos, beziehungsweise, ja doch, Nacho-Chips. Dann brauchen wir Cheddar, ich liebe Cheddar einfach, und natürlich Bacon. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Toast. Als erstes müssen wir natürlich ein bisschen Mehl machen aus den ja, Brotscheiben, Toastscheiben, nennt es wie ihr es wollt. Und zwar habe ich das jetzt hier in zerkleinerer reingemacht und mache das jetzt immer so ein bisschen. Ihr seht schon, das wird immer kleiner. Das mache ich jetzt mit jeder Toastscheibe und dann geht es ja gleich weiter. Der Beginn macht natürlich das El Loco, davon circa 2 Esslöffel rein. Da das aber das noch nicht alles ist, kommen da jetzt noch 2 Eier mit rein. Wir brauchen natürlich auch Feuchtigkeit. Das erste Ei, das zweite Ei und dann wird natürlich alles, deswegen auch die Handschuhe, mit der Hand durchgerührt, bis ihr halt eine richtig homogene Teigmasse habt. Der Untergrund hat sich jetzt nicht gewechselt, sondern hier liegt Backpapier. Das hat folgenden Grund, da bleibt der Bacon, den wir nämlich jetzt weiter verarbeiten, nämlich drauf kleben. Dazu einfach jetzt den Bacon nehmen und jetzt hier, ich sag jetzt mal so 6 Scheiben Bacon nebeneinander legen und da kommt dann gleich die Toastmasse drauf. Bacon ist ausgeholt. Wie gesagt, jetzt kommen wir zur Teigmasse. Dann nehmt ihr euch einfach immer nur so ein bisschen und verteilt es dann hier unten gleichmäßig auf dem Bacon. Quasi als wenn ihr, ja, ich sag jetzt mal, eine Baconbombe bauen wollt. Aber lasst dann hier oben im Prinzip ein Stück frei, aber das seht ihr dann ja gleich. Als nächstes kommt der Käse dran. Den einfach grob abschneiden. Ich sag jetzt mal so 2 cm Streifen. Ja, und wie es damit weitergeht, seht ihr gleich an der Teigmasse. Käse ist geschnitten. Jetzt heißt es, den natürlich hier auf diese Masse drauflegen, so grob. Ich habe jetzt hier 2 Stück hingeschnitten. Wenn es ein bisschen übersteht, macht es, das macht nichts. Es kann auch ruhig auslaufen. Ja, und dann heißt es, das erstmal einrollen. Jetzt heißt es, das Ganze zusammenzudrehen. Jetzt zeigt sich auch, warum ich Backpapier genommen habe. Dazu einfach das Backpapier hochdrücken. An dem Käse so gut wie es geht. Hier rüberklappen. Jetzt löst sich das Backpapier hier hinten schon fast freiwillig. Und dann im Prinzip weiter einrollen. Ja, das mache ich jetzt, bis wir eine komplette Rolle haben und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. Als Tipp, hier hinten seht ihr jetzt schon das Stückchen Käse oder den Cheddar. Da habt ihr ja noch ein bisschen von dem Teig übrig, was ich euch vorhin gezeigt habe, wie das funktioniert. Dann nehmt ihr einfach so einen kleinen Pfropfen und klebt diesen im Prinzip davor. Das dient im Prinzip dazu, dass der Käse nicht ausläuft. Das mache ich jetzt mit der anderen Seite auch und dann geht es am Grill weiter. Den Grill habe ich jetzt vorbereitet auf starke indirekte Hitze, das heißt links und rechts in dem Weber Performer liegen jetzt die Körbe. Habe ich jetzt eine hohe Hitze von 200 Grad, von 200 Grad genau, und lege dann die Rolle genau in die Mitte. Oh ja, und da bleibt sie jetzt erstmal für die nächste Viertelstunde und dann gucken wir gleich nochmal nach. Viertelstunde ist rum, wir schauen mal nach. Sieht das nicht perfekt aus? Ist allerdings immer noch nicht fertig, das heißt, wir müssen da jetzt noch ein bisschen Barbecue-Soße drauf machen. Dazu habe ich jetzt ein bisschen Barbecue-Soße in eine Schale gemacht, einen Pinsel nehmen, ja, streich das jetzt ein und dann kannst du für die nächsten 15 Minuten weiter grillen. Weiteren 10 Minuten sind rum, einmal nur eingepinselt und sieht das nicht toll aus. Ich nehme das jetzt runter und dann geht es am Teller weiter. Bevor ihr mich gar nicht mehr hören könnt, weil der Nachbar jetzt am Rasenmähen ist, müssen wir jetzt Folgendes machen. Ihr seht schon unten, die Nachos sind klein gebröselt, das hat folgenden Grund und zwar, das bröseln wir oder das schmeißen wir jetzt hier oben drüber. Versuchen, dass das da dran kleben bleibt. Ja, und dann würde ich sagen, sind die fertig. Ja, ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Das heißt, ich schneide das jetzt einmal auf. Genauso hier in der Mitte, um euch mal das Innere zu zeigen. Und da ist es richtig schön saftig. Ja, wie gesagt, ich schneide jetzt ein paar Sushi-Rollen runter, gibt es noch ein Tellerbild und dann ist es fertig. Das waren sie, die Sushi-Toast-Rolls. Ganz einfach und wirklich super easy gemacht und richtig, richtig lecker. Für die genauen Angaben schaut einfach auf tobiasgrill.de nach, denn da könnt ihr das Rezept nochmal bebildert und halt, wie gesagt, mit den genauen Mengenangaben sehen. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Falls euch das Video gefallen hat oder das Rezept gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Und wie gesagt, für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte, schaut einfach auf tobiasgrill.de nach.